So, herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2019. Dieses Jahr ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg, dieses neuen innovativen Konzepts von Jugendarbeit, das die positiven Energien und die vielfältigen Gedanken von Jugendlichen sucht, sammelt und sie ins Leben bringen will. Eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Jugendarbeiten hier in Kronberg. Und so bin ich heute auch hier im Jugendzentrum Oberhöchstadt, JUZ-OHÖ. Ihr findet das auch bei Facebook, glaube ich, auf jeden Fall bei Insta, JUZ-OHÖ. Und bin hier in einem fantastischen Raum mit einer Bühne, mit einer Soundanlage, Lichtanlage, Billardtisch, Kicker, Beamer, einen Computerraum, eine Theke, einen Kühlschrank, ach, was weiß ich. Ihr müsst einfach selber mal vorbeikommen und die Lage checken. Hier JUZ-OHÖ. Und ihr könnt das im Internet einfach mal nachgucken und schauen, was ihr da alles findet. Genau. Und mit mir sind heute Savage und Ilva. Uwe ist leider krank und ihm wünschen wir alles Gute und gute Genesung von dieser Stelle aus. Später kommt noch mein Kollege Stefan Seidmelk dazu, den ihr bald kennenlernen werdet, weil er noch ein Liedchen dazu trällern wird. Ihr wisst ja, er ist ein toller Musiker, ja, mit seiner Band Who's Mary hat er gerade beim Hessischen Rock- und Poppreis abgeräumt. Und auch heute lese ich wieder Geschichten über Weihnachten, ungewöhnliche Perspektiven von Weihnachten aus diesen beiden Büchern, normalerweise aber heute wieder aus einem anderen Buch. Und zwar hier, es weihnachtet sehr, ein Best-of aus den letzten 7 Jahren Weihnachtswundernacht und hier Weihnachtswunderzeit, das neue Buch von Frank Bonkowski, Thomas Klappstein und mir. Frank Bonkowski, Thomas Klappstein, das sind sie, genau. Ja, gestern habe ich die Geschichte weitergesponnen von dem Pastor, der die Weihnachtsgeschichte in dem Bordell erzählt hatte und die ganzen Prostituierten, denen eine Stunde Weihnachten geschenkt hat. Weihnachten also an einem ungewöhnlichen Ort. Dann gestern die Geschichte, wie das weitergegangen ist mit denen. Der Pastor ist aus der Gemeinde geflogen, weil man damit irgendwie nicht zurechtkam und dann hat er am Bahnhofsviertel, wo die ganze Geschichte angefangen hatte, hat er dann eine Menge Freunde gesammelt und die haben einen Anschlag auf die ganze Kirche in der Stadt verhindert mit nicht ganz, oder sagen wir auch mit ungewöhnlichen Mitteln. Und Jonathan Wuttke, der stille Jonathan Wuttke, musste dafür ins Gefängnis gehen. Und heute geht es mit dieser Geschichte weiter und ihr dürft gespannt sein, was in der Folge passiert ist. Heute heißt die Geschichte Weihnachten im Todestrakt, Weihnachten in der Todeszelle. Verfluchter Mist, entfuhr es Jonathan Wuttke in einem seiner seltenen Gefühlsausbrüche. Das Licht war plötzlich ausgegangen und er konnte seinen Truthahnschenkel, eine Aufmerksamkeit der Gefängnisküche zum Heiligen Abend, nicht mehr auf dem Plastikteller sehen. Auch aus den anderen Zellen des Todestrakts kamen auf diese Störung hin keine sehr weihnachtlichen Töne. Die alte Glühbirne an der Decke flackerte zwar noch nach ein paar Augenblicken wieder ein wenig, aber diese Hoffnung trug. Das Licht ging nicht mehr an und die Zellen und ihre Insassen befanden sich in undurchdringlicher Finsternis. Auch draußen beschien nur der Neumond dieses Weihnachtsfest. Na toll, das Fest des Lichts im Dunkeln, seufzte Jonathan Wuttke. Ausgerechnet an Weihnachten mussten sie jemanden töten. Dreimal hatte er das jetzt schon mitgemacht. Alle Jahre wieder wollte die Regierung damit den Bürgern zu Weihnachten
ein Zeichen des Friedens schenken. Ein hingerichteter Mörder sollte die Gemeinde an den Festtagen beruhigen und von der Gerechtigkeit Gottes auf Erden überzeugen. In dieser Nacht würde der Todestrakt so schnell kein Licht mehr sehen. Denn offensichtlich hatte der alte elektrische Stuhl, den sie Old Smokey nannten, das letzte bisschen Leben aus dem Stromkreis des alten Gebäudes gesaugt. Zwar hatte Jonathan Puttke in seiner Zeit als Fremdenlegionär auch viel mit dem Tod zu tun gehabt und hätte die Gegenwart des alten Gevatters gewohnt sein müssen. Aber dieses organisierte Warten auf das staatlich verordnete Ausgleichstöten war ihm immer wieder aufs Neue unheimlich. Gut, bei dieser ganzen Weihnachtsidee war sowieso nichts so, wie man es mit dem gesunden Menschenverstand erwarten würde. Weihnachten stellte bei Licht betrachtet irgendwie einfach alles auf den Kopf. Ein Gott wird ein Mensch, ein König im Stall, Astrologen und Kriminelle als erste Zeugen. All das fühlte sich doch im ersten Moment merkwürdig falsch an. Gerade so wie bei mir selbst, dachte sich Jonathan Wuttke. Er selber gehörte ja auch gar nicht hierher. Er war in Deutschland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wo die Todesstrafe zwar noch in der alten hessischen Landesverfassung stand, doch wegen Artikel 102 der neuen Bundesverfassung nicht mehr angewendet werden konnte. Nach Amerika war er nur für eine bestimmte Zeit als Austauschgefangener gekommen. Eine Sonderabteilung des FBI hatte ihn auf dem kleinen Dienstweg angefordert und in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Land gebracht. Er verfügte nämlich über brisante Informationen und sollte den Behörden helfen, die Geheimorganisation der Heiligen des Fünften Kelchs zu jagen, die sich massiv ausgebreitet hatte. Dieser Geheimbund operierte immer noch genauso unsichtbar wie seinerzeit in Deutschland. Sein Ziel war es, die Hoffnung der Christen durch sorgfältig ausgestreutes Misstrauen, Giftanschläge und andere Gewalttaten zu zerstören. Jonathan Wuttke hatte die Organisation damals mit seinen Freunden aus dem Rotlichtmilieu auffliegen lassen. Den Anführer hatte er in einem Gottesdienst ermordet, nachdem sie das in einer Gebetsgemeinschaft als Auftrag Gottes begriffen hatten. Insofern sah er sich jetzt als Informant aus Deutschland fast wie einen der Sterndeuter, die ja auch aus dem fernen Osten Richtung Westen gereist waren, weil sie brisante Informationen über einen neuen Anführer hatten. Er hing diesem weihnachtlichen Vergleichen in Gedanken noch schmunzelnd nach, als plötzlich ein Lichtschein in die Dunkelheit seiner Zelle fiel. Neugierig folgte er dem Taschenlampenstrahl, sah die Staubkörner auf ihm tanzen und traute seinen Augen kaum. Dieser Lichtstrahl entriss gerade in der hintersten Ecke seiner Zelle einen zusammengeknüllten Zettel dem Verlorensein. Glücksschauer rieselten prickelnd über Jonathan Wuttkes Rücken. Diesen Zettel hatte er vor Wochen verzweifelt in die Ecke geworfen, weil er mit dem Inhalt nicht mehr zurechtgekommen war. Der Zettel war nämlich eine Buchseite, die er aus einer Bibel herausgerissen hatte. Es war das erste Kapitel des Evangelisten Lukas und er hatte sich darauf die weihnachtlichen Verse 51 bis 53 markiert. Da versprach Gott den unterdrückten Menschen auf der Welt ein ausgleichendes Weihnachtsgeschenk. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Das bezog sich auf das Wirken des neugeborenen Retters der Welt. Aber in der Realität hatte Jonathan Wuttke ein solches Gotteswirken nirgendwo wirklich entdecken können. Und das hatte ihn so traurig gemacht, dass er den Zettel zusammengeknüllt
und mit Effet und ein paar Wuttränen in die Ecke gepfeffert hatte. Alle diese leeren Versprechungen, die Jahr für Jahr in den unzähligen Weihnachtsgottesdiensten der Welt wiederholt wurden. Er hatte sie schon satt gehabt, als er noch in Freiheit Gottesdienste hatte besuchen können. Immer wieder dachte er in solchen Augenblicken zurück an seine Zeit bei den Lost Causes, jener Samuel 22 Robin Hood Organisation, die er mit seinen Freunden und Pastor Zohar Edmund Bohr gegründet hatte. Vielleicht hätten sie damals noch viel mehr Vergeltung an den Ungerechten dieser Welt üben und Gottes Versprechen selber wahrmachen sollen. Aber schon kurz nach dem Verlust des Bibelspruchs hatte er gemerkt, dass ihn die fehlende Hoffnung nur noch leerer und mutloser hatte werden lassen. Und es war wohl mit dem Teufel zugegangen, dass er in seiner lächerlich kleinen Zelle von 6 Quadratmetern diesen kleinen Fetzen Papier bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wiedergefunden hatte. Freudig hob er das Papierknäuel auf, ertastete die Tischplatte und strich die zerknüllte Bibelseite zärtlich glatt. Die vertraute Stimme des Gefängnisseelsorgers Kaplan Kai Fars holte ihn zurück in die Realität. »Hey, Jonathan, wir brauchen dich dringend im Zuschauerraum, denn sowohl die Frau eines Ermordeten als auch die Frau des Mörders sind beide hochschwanger und werden noch diese Nacht gebären.« Der Gefängnisarzt hat bei der Überlastung von Old Smokey einen tödlichen Stromschlag abbekommen. Und als sei das noch nicht genug, ist der blöde Strom ja jetzt komplett ausgefallen. Aber du hast doch Erfahrung mit medizinischen Notsituationen unter ungünstigen Bedingungen. Du warst doch Sanitäter in der Fremdenlegion, oder? Der Geistliche öffnete die Zellentür und sie machten sich unter den neugierigen Rufen der anderen Häftlinge schweigend auf den Weg. Der Strahl von Kaplan Fars Taschenlampe erinnerte Jonathan Wuttke an den Kometenschweif des Weihnachtssterns, wie er da so durch die Dunkelheit tanzte und ihnen den Weg zeigte. Ihm kam der Gedanke, dass damals bei der ersten Weihnacht alle Beteiligten, die Sterndeuter, die Hirten und dergleichen mehr, genauso gespannt gewesen sein mussten auf das, was sie im Stall erwarten würde, wie er und Kai Fars es jetzt waren. Nun, heute Nacht würde es zwar kein Stall, sondern ein Zuschauerraum vor einem Hinrichtungsraum sein, aber ein Baby würde es wohl auch geben. Oder wie es schien, sogar 2. Ihre Schritte hallten von den nackten Wänden wieder. Über einige steile Stahltreppen und verwinkelte Flure kamen sie an ihrem Ziel an. Das Chaos dort traf sie völlig unvorbereitet. In jähem Entsetzen hatten sie das Gefühl, mitten in ein skurriles Krippenspiel geraten zu sein. 12 der Zuschauer drängten sich verängstigt in eine Ecke des Raumes und leuchteten mit ihren Taschenlampen wirr durch die Dunkelheit. Stroboskopartig wurde die Szenerie der Dunkelheit entrissen. Die beiden schwangeren Frauen waren an der Glasscheibe heruntergesunken. Es sah so aus, als habe ein Regisseur sie links und rechts von dem immer noch festgeschnallten, fast toten Körper des Mörders platziert. Ziemlich verbrannt sah dessen Gesicht aus. Da war ordentlich Strom durchgegangen. Aber Old Smokey hatte zwar das Gehirn des Delinquenten weichgekocht, ihm aber im ersten Anlauf doch nicht den letzten Rest geben können. Sein Körper hing jetzt erschlafft in den Fesseln und zuckte nur noch ab und zu. Die eine Schwangere, die Frau eines der Mordopfer, schrie vor Schmerzen. Ihr Gesicht war zu einer Grimasse verzerrt. Aber in all dem Schmerz riss sie sich zusammen und triumphierte, weil nun, nachdem der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei, zum Ausgleich für das genommene Leben Neues geboren werden könne. Die schwangere Frau des Mörders auf der anderen Seite stöhnte auch immer wieder auf. Aber auf ihrem Gesicht lag eine seltsame Mischung aus demütigem Schuldbewusstsein
und selig abgeklärtem Lächeln. Anfang und Ende des Lebens liegen im Schmerz so nah beieinander, dachte Jonathan Wuttke noch. Dann jedoch musste er sich auf das, was zu tun war, konzentrieren, sonst würde heute Nacht doch noch die Finsternis gewinnen. Der Gefängnisdirektor Phileas Latus befahl ihm, zuerst nach der Frau des Opfers zu schauen. Erst wenn sie versorgt wäre, sollte er nach der Frau des Mörders sehen. Jonathan Wuttke wandte sich der ersten Frau zu, musste jedoch nach kurzem schon feststellen, dass das Kind keine Lebenszeichen mehr zeigte. Das kann doch nicht wahr sein, jammerte die Frau. Jetzt, nachdem der mein ganzes Leben zerstört hat, endlich selbst spüren musste, was er meiner Familie angetan hat, jetzt soll mein Baby tot sein? Das ist doch nicht gerecht. Wieder fühlte sich alles so falsch an. Betreten druckste Jonathan Wuttke herum, murmelte etwas von Fixierung auf den gerechten Ausgleich und innerer Verkrampfung. Du meinst, ich könnte innerlich vor lauter Rache und Raserei so verkrampft gewesen sein, dass das neue Leben sich nicht entfalten konnte? Flüsterte die Frau entsetzt. Als ihr diese furchtbare Möglichkeit aufging, heulte sie so schauerlich auf, dass allen Anwesenden im Zuschauerraum schier das Herz stehen blieb. Ihre Zähne klapperten laut aufeinander, die Luft schien für einen Moment zu gefrieren. Aber alles Jammern und Klagen half nichts, das Schlimmste stand ihr noch bevor. Sie musste ihr totes Kind ja trotzdem gebären, wenn der abgestorbene Körper sie nicht vollständig vergiften sollte. Das waren fürchterliche Momente, einer heiligen Nacht nicht würdig. Als es endlich vorbei war, ließ Jonathan Wuttke das nun in sich verkrümmte, wimmernde Bündel Leben mit dem toten Baby am Boden liegen und wandte sich der anderen Frau zu, bei der die Wehen nun auch in immer kürzeren Abständen auftraten. Es tut mir so leid, flüsterte die. Das ist doch wirklich nicht gerecht. Dann verfiel sie in ein ständiges vor sich hin Murmeln, brabbelte wirre Silben, verfiel mitunter in eine Art Singsang. Die Atmosphäre im Raum schien sich dadurch tatsächlich ein wenig zu verändern. Im Gegensatz zu dem jedenfalls, was sie alle gerade hatte erleben müssen, ging die nun folgende Geburt ganz schnell vonstatten. Und dann geschah es, auf einmal, ohne dass jemand es hatte kommen sehen. Kaplan Kai Faas hatte gerade die Nabelschnur durchgetrennt und Jonathan Wuttke hielt das neugeborene Baby hoch, um es allen zu zeigen. Da bäumte sich der Körper des Mörders plötzlich ein letztes Mal auf. Lichtstrahlen schienen aus seinen Augen, seinen Ohren, ja seinem gesamten Körper Bahn zu brechen. Aus seinem Mund kam eine dicke weiße Rauchsäule, die sich dem Himmel entgegenwand. Alle schauten wie gebannt auf dieses Schauspiel und jemand murmelte andächtig: Habemus novum spem. So als seien sie bei einer Papstwahl. Aber dann sahen sie noch etwas viel Verrückteres. Nicht wenige von ihnen zweifelten in den späteren Jahren an der Echtheit ihrer Wahrnehmung. Hinter der Leiche des Mörders stand nämlich plötzlich ein riesiger Engel mit weit ausgebreiteten Flügeln. In der einen Hand hielt der Engel das totgeborene Baby, das sich nun nicht mehr auf ihrer Seite der Glasscheibe im Zuschauerraum befand, sondern wie durch Zauberhand auf der anderen Seite. Mit der freien Hand machte der Engel eine Bewegung, als würde er einen imaginären Vorhang zur Seite ziehen. Und plötzlich war da bei dem Engel eine ganze Schar von leuchtenden Wesen. Um den Mörder herum, der sich inzwischen von seinem Körper gelöst hatte, standen da im Hinrichtungsraum alle von ihm Ermordeten. Alle von ihm Ermordeten standen um ihn herum. Und sie, die Opfer, umarmten ihn, ihren Mörder. Und sie umarmten ihn herzlich. Alle zusammen strahlten sie versöhnt in einem himmlischen Licht, das so stark war,
dass es den gesamten Todestrakt zu durchdringen schien. Und eine Stimme rief ihnen zu: Das Alte ist vergangen, das Neue wächst heran. Das Neue stellt das Alte auf den Kopf. Weihnachten löst die alte Ordnung ab. Und dann war alles vorbei. Die Stimme war verklungen und außer dem toten Körper auf Old Smoky und dem toten Arzt dahinter war niemand mehr zu sehen. Staunend, verstört, unruhig blieben die Menschen im Zuschauerraum zurück. Jonathan Wuttke dachte wieder an die alten Verheißungen, die Jahr für Jahr in den unzähligen Weihnachtsgottesdiensten der Welt wiederholt wurden und die sich auch so unerwartet, unverständlich, ja fast sogar irgendwie falsch anfühlten. Ein Kind ist uns geboren, das die Herrschaft übernehmen und dauerhaften Frieden bringen wird. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen, der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen, ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Und das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Im Todestrakt war in dieser Nacht vieles anders gelaufen, als man es hätte erwarten können. Das Kind des Mörders, der sich mit seiner Frau an Gott gewandt hatte, war lebendig. Das Kind der Frau des Opfers aber, die auf heilsame Rache gehofft hatte, war tot. Sollte der Ausgleich der Gerechtigkeit Gottes tatsächlich nicht durch Vergeltung zustande kommen, sondern durch Opfer und Hingabe? Sollte das Neugeborene von Weihnachten tatsächlich so anders sein, dass der gesunde Menschenverstand verrückt wird? Könnte Weihnachten der Beginn von etwas bis dahin völlig Undenkbarem sein? Habemus novum spem. Und wenn du nicht weißt, was das bedeutet, googelt's einfach mal. Das ist lateinisch. Habemus novum spem. Das war die Weihnachtsgeschichte Weihnachten in der Todeszelle. Es hat heute wieder ein wenig länger gedauert als sonst. Thomas Klappstein hat mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass es so unglaublich lange dauert. Aber ich verbringe halt so gerne Zeit mit euch. Und morgen werdet ihr die Gelegenheit haben, wenn ihr hier in der Gegend seid, wenn ihr in der Gegend von Kronberg seid, morgen Nachmittag und auch am Sonntagnachmittag ist der Kronberger Weihnachtsmarkt. Und morgen um 17 Uhr werde ich in der Basis der Jugendkoordination Kronberg im Café Kollektiv, das ist das alte Treff International, in der Adlerstraße 2 live vorlesen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein. Ich würde mich freuen, euch zu sehen und hoffe von ganzem Herzen, dass auch ihr ungewöhnliche neue Hoffnungen und Perspektiven in dieser Adventszeit kennenlernt. Habemus novum spem. Wer es schon ergoogelt hat, schreibt es unten in die Kommentare. Also, bis später. Und mein Sohn hat gestern gesagt, er hat mich gegrüßt auf Insta und ich habe ihm nicht geantwortet. Aber heute hat er nichts gemacht. Aber es haben eine ganze Menge zugeguckt. Ich grüße euch alle und auch hier Monika Bärbel und